Willkommen bei Defi Games, mein Name ist Tim und wir spielen The Darkness 2, die PC-Demo-Version, die ihr euch bei dem US-Store von Steam und allen anderen Stores, die nicht aus Deutschland stammen, herunterladen könnt, derzeit. So, nochmal eine Sache vorweg. Erstens, erwarte von mir kein seriöses Gameplay. Ich habe schon zu viele Shooter in meinem Leben gesehen, um mich von normalen Shooter überraschen zu lassen und irgendwie faszinieren zu lassen. Keine Ahnung, wie das hier sein wird. Und da kommen wir auch zu Punkt 2. Ich habe den Vorgänger nie gespielt, weil der konsolenexklusiv war. Der erscheint ja auch auf PC, weswegen ich den auch spielen werde. Aber Teil 1 habe ich halt nie gespielt, sondern nur was von gesehen. Aber fangen wir einfach mal mit dem Spiel an. Mein Vater sagte mir, vor dem Schicksal kannst du nicht fliehen, aber versuchen musst du es verdammt nochmal. Mein Name ist Jackie Estacado. Als mich mein Schicksal fand, bekam ich alle Macht, die ich nur wollte. Und mehr. So viel, dass sie mich verschlang. Aber selbst mit all dieser Macht konnte ich nicht retten, was ich liebte. Er kommt zu sich. Autsch. Was soll das werden? Er ist wach. Nee, hast du gut erkannt. Gut. Er muss sich konzentrieren. Bitch, so lebt ja klar. Was für ein Scheiß. Er fühlt sich klebrig an. Ich mag das. Kümmer dich um deine Aufgaben, Bruder. Ist der Transfer abgeschlossen, haben wir, was wir wollten. Du musst mir glauben, Jackie. Ich wünschte wirklich, dass es einen anderen Weg gäbe. Wir alle müssen schwere Entscheidungen treffen. Das ist deine. Du bist also der Pisser, der im Restaurant angegriffen hat, was? Sei ruhig und schweig. Hör einfach zu. Du hast etwas, das lange verschollen war. Etwas, das nicht dir gehört. Entscheide dich, es zurückzugeben. Was mit dir passiert, ist nebensächlich. Für mich zählt nur das eine. Ja, okay. Hey Mann, hör auf dich hängen zu lassen. Komm schon, Boss, wir haben dir deinen Tisch fertig gemacht. Die Zwillinge warten schon. Großartig. Hey Enrico, ich hab dir die Karten für das Spiel besorgt. Also ich denk mal, die Story von der Demo soll darum gehen, dass es einfach nur eine Auswahl aus Rückblenden ist, die sich dann irgendwann zusammensetzen im fertigen Spiel, wenn man sich dann gekauft hat. So, das ist eigentlich eine ganz nette Idee. Ja, nicht schlecht. Ja, ich konnte den Arsch zwar nicht sehen, weil ich mich nur so einen 20 Grad drehen kann, aber nicht schlecht. Ja, der da hinten ist auch nicht schlecht da, ne? Ja, ich konnte voll viel sehen. Ja, ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee, Content extra nur für die Demo zu machen und, zwei Zwillinge, super. Und halt dann, ja. Oh mein Gott, ich verstehe die Story nicht. Ich kaufe mir Vollversion. Hi. Erinnerst du dich an uns aus dem Candy Club? Na? Ja, klar, auf jeden Fall. Na klar tut er das. Vertraut mir. Ich wünschte, ich würde. Wenn das mal keine Alltagssituation ist. Ja, so muss ein gutes Spiel beginnen, würde ich jetzt einfach behaupten. Dass gleich zwei Zwillinge dir nicht einblasen wie in Duke Nukem, sondern sterben. Was mit meinem Bein? Jackie, hör mir zu. Darf ich mich umsehen? Nimm du das hier. Halt uns diese Kerle vom Hals. Willi, ich werde diese Schweine abschlachten. Ah, ich kann es nicht amputieren. Amputieren. Was sag ich denn? Amputieren heißt es. Also, mich selbst kann ich schon mal nicht treffen. Das ist schade. Ach so, ja, Gegner und so. Moment. Ich bin gestorben. Ja, jetzt mache ich es ernsthaft. Ich spiele auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad, nur mal so. Seht euch sein Bein! Was macht ihr? Jungs, geht vor! Ich bring Jackie hinten rum raus. Jackie, hör mir zu. Ja, ich will das nicht nochmal sehen. Hallo. Halt uns diese Kerle vom Hals. Dankeschön. Vinny, ich werde diese Schweine abschlachten. Jackie, komm in die
Finn! Also den Part habe ich gestern schon gespielt und zwar, ja, ich weiß jetzt ungefähr auch, wie das endet und so. Die Sache ist, dieser Part ist nicht nur sehr langweilig, ist halt ein ganz normaler Rail-Shooter-Part, nur halt andersrum. Man geht nicht von hinten nach vorne, sondern von vorne nach hinten. Ist mal was Neues. Aber das Zielen ist extrem kompliziert gemacht, beziehungsweise, ja nicht kompliziert, aber umständlich. Weil, stell dir mal so vor, mit Rechtsklick gehe ich halt in den Zoom-Modus, ist bei Shootern fast normal, das ist wäre jetzt nicht unbedingt was Neues. Ui, der ist gestorben. Dann bleibt aber so, ich drehe die Maus ganz wild und plötzlich bleibt er irgendwie eine halbe Sekunde so, ohne dass ich die Maus bewegen kann. Das ist total nervig irgendwie. Ich hoffe, das wird auch noch bis zur Vollversion anders sein. Oder ist das die Zielhilfe? Soll es die Zielhilfe sein, die Konsolenshooter halt brauchen? Ja. Super. Muss zur Atem kommen. Oh, gib mir eine Minute, Jackie. Ich habe ewig nicht trainiert. Du hast mich nur gezogen, so schwer sollte das nicht sein. Oder wie geht's doch hier? So, die Jim Beam Flaschen kaputt machen. So, und dann dich. Und dich. So. Und die Munition habe ich auch, ich muss nur nachladen, aber das ist halt das Tutorial mehr oder weniger. Wir können fliehen, aber du musst beide Knarren nehmen, damit ich dich stützen kann. Ja, ist gut. Scheiße. Optisch ein, also nettes Feature, wie er die Waffen auch hält. Was mich nur stört, das betrifft jetzt auch nur die PC-Version, also Console-Fans werden sich jetzt dafür hoffentlich nicht gestört fühlen, dafür aber von meiner Beleidigung gerade Konsolen gegenüber gestört fühlen. Naja, Spiel ist ein Konsolenspiel und das verstehe ich auch, Teil 1 war Konsolen-exklusiv. Das geht eigentlich, also. Ich rieche Gas! Beeilung, Vinny! Du riechst Gas, ja, dann mach mal die Tür auf. Wie wär's mit ziehen? Wie wär's mit ziehen? Okay. Du bist zu dumm, um der Finsternis den Respekt zu zollen, den sie verdient, Jackie. Sie bevorzugt die Gesellschaft eines Narren, den sie kontrollieren kann, und verabscheut den Anblick eines intelligenten Mannes, der sie kontrollieren kann. Ich frage dich nur einmal. Wirst du mir die Finsternis aus freien Stücken überlassen? Wenn du damit dein Nasenloch, schon so ein Scheiß-Genie bist. Stopfen kannst. Würdest du nicht nur Speisekarten lesen, wüsstest du, dass es Regeln gibt. Der Wirt muss die Finsternis freiwillig aufgeben. Ich werde dir wohl bei der Entscheidung helfen müssen. Mr. Peevish, wären Sie so gütig? Der Herr Hitler! Das wird dein eigener Schnitt werden. Die Finsternis hat dich den Mord an deiner Freundin mit ansehen lassen. Dein erster bedeutungsvoller Akt als ihr Wirt war die Unterwerfung. Sieh es ein, Jackie. Du wirst die Finsternis nie kontrollieren, niemals. Gib sie an Leute zurück, die das können. Der Strom der Essenz der Finsternis verrät mir, dass du bereits darüber nachdenkst, sie aufzugeben. Ja, oder dass ich irgendwie Blähung habe, ne? Diese Entscheidung noch leichter machen kann. Nutze meine Kraft oder stirb! Das würde ich nutzen. Also. Nie wieder, du Mistkerl! Ich bin deine Erlösung. Genau bis hierhin habe ich gespielt und nicht weiter. So, das ist jetzt alles für mich blind und wir spielen, glaube ich, die Demo hier einfach mal durch und ihr könnt dran teilhaben. Na los, komm hierher! Ja, ich bin doch auf dem Weg, Mann! Komm noch einen Meter näher! Nein, das kann ja nicht so schwer sein. Gib dich mir hin, Jackie! Okay, Finsternis freilassen. Geh. Endlich kann ich mich nähern. Verdammt! Was zum Teufel ist das? Hast du das gesehen? Heilige Scheiße! Schreien auch nicht, es sind genug Gegner für alle da. So, du nimmst den, du nimmst den. Nom. Nom. So, das sollte fürs Erste genügen.
Okay, jetzt brauche ich noch einen Stiefel und dann ist alles gut. Die Finsternis hat mir mal wieder geholfen. Der Typ sieht ein bisschen... Achso. Der Typ ist ein bisschen verbuggt, aber naja, okay. Eins, um mit ihm zu reden. Ist das Spiel ein bisschen grafisch... Also es hat grafische ziemlich viele Bugs, muss ich sagen. Ich kann mich hier nicht mal ducken. Seine Augen funkeln irgendwie von diesem Typ. Das Gesicht funkelt. Das sind alles Vampire anscheinend. Was zum Teufel ist hier los, Vinny? Wer war das? Keine Ahnung, Boss. Nach der Explosion habe ich einen hinkenden Typen gesehen, der von seltsam aussehenden Kerlen begleitet wurde. Niemand, der mir bekannt vorkam. Wo ist dieses Stück Scheiße hin? Sie sind die Gasse runter. Der Rest unserer Leute ist vorne, damit ihr euch auf der Straße treffen könnt. Ich komme nach. Muss erst wieder zu Atem kommen. Mach sie fertig, Jackie. Ja, dann mach ich das halt allein. Du bleibst mal hier, passt auf die Typen auf, damit sie sich nicht bewegen. Und... Ja, ich will mich bewegen. Ja, ist ja okay. Oh, das war nett. Warte mal. Also okay, Backspace für die Befehle. Die Steuerung ist ja sowas von beschissen. Wenn ich die Vollversion spiele, spiele ich es mit Controller. Das ist das erste Mal, dass ich sowas sage. Okay, und... Bam! Okay, das ist hier so ein Mix aus Shooter und Rollenspiel. Eigentlich eine Mischung, die ich überhaupt nicht leiden kann, aber naja, wir werden sehen, was das ist. Auf jeden Fall eine nette Nahkampfattacke, besser als so ein Call of Duty Messerangriff. Und vor allem eine ähnliche Reichweite wie bei Call of Duty Commando. Also, ja. Und auch noch deutlich schneller. Mit der Maustaste gedrückt halten, dann kann man so eine Bewegung machen. Das Spiel wäre perfekt für die Wii, also sag jetzt einfach mal. Was ist das denn für eine komische Physik teilweise? Okay, die Leichen auf dem Boden kann man nicht mehr schlagen, das ist schade. Dafür kann man noch Leute, die leben, schlagen. Hat man gesehen, glaube ich. Scheint ja ganz witzig zu sein. Nein! Wie wäre ich jetzt rübergekommen? Würde mir das Tutorial da nicht angezeigt werden? Oh, nicht mal mit Springen kriege ich es denn. Wow. Dafür ist Springen sonst reichlich nutzlos. Was zum Teufel? Jenny? Hey, warte! Okay. Explosion. Haben sie vermutlich noch in Ketten. Und eins drücken. Das machen wir. Nom. So, eine Hinrichtung war es jetzt nicht. Ich hätte jetzt gehofft, dass der zerfetzt ist. Übrigens, ich spiele Uncut-Version. Somit hätte ich wohl erwarten können, dass er zerfetzt. Große Objekte. Ja, ist doch klar. Bam. Hier habe ich noch mehr. Und die Pistole. So, jetzt habe ich eine Pistole. Nom. Es ist Estacado! Er lebt! Penner werden bezahlt! Streitet euch nicht. Den nächsten kriegt ihr auch. Okay, Autotür. Ah, okay. Also wie gesagt, ich hatte den Vorgang nie gespielt. Ich weiß nicht, wie das da ist. Aber das mit dieser Autotür finde ich gerade extrem cool. Ich denke mal, die kann ich als Schild... Also die gilt so teilweise als Schild. Oder? Ich würde mal... Die hat keinen anderen Nutzen sonst. Also habe ich jetzt dank der Autotür ein Schild, der die Gegner etwas davon abhält, mich zu treffen. Das ist ziemlich genial, finde ich. Sind hier noch irgendwo Gegner? Okay, Script-Event. Ja, Script-Event. Vielleicht explodiert das. Und ich hätte nicht alleine ins Gebäude gehen können. Und jetzt muss mich so ein Taxi davon abhalten, wieder rauszugehen. Hab schon bessere Script-Events gesehen. Ich hab mich schon gefragt, wann du wieder auftauchst. Ich hab Estacado. Er ist hier drüben. Jetzt bist du nicht mehr so hart, was? Hättest du ja auch früher auf mich schießen können, bevor das Ding kommt, aber... Scheiße! Scheiße! Hallo, Äffchen! Verdammt lang her! Küsschen gefällig? Ich passe, aber danke für die Hilfe. Was riecht hier so? Sag du's mir. Ich komme aus deinem Kopf.
Oder hast du das schon vergessen? Komm schon, lass uns spielen! Also die englische Synchronisation, ich habe ein paar Videos gesehen, ist deutlich besser. Ach, wann ist das denn nicht so? Mikro-Uzi? Lecker. Das ist jetzt meine. Ich nehme aber nur die Uzi, weil irgendwie Dualwaffen kann man nicht ranzoomen und das ist blöd. Ich bin ja nicht bei Call of Duty. Auf jeden Fall, der englische Synchro könnt ihr auch problemlos einstellen. Ich habe jetzt aber einfach mal die deutsche eingestellt, weil, mein Gott, ich bin deutsche Spielemagazin. Ich mache halt zu deutschen Spielen, der deutschen Version, deutsches Gameplay. Auf Deutsch. Ich hoffe, das hat man jetzt verstanden. Relikt 300 Punkte. Okay. Das erinnert mich immer mehr an Bioshock, während ich Bioshock überhaupt nicht leiden kann. Also es ist 100% besser als Bioshock, das ist klar. Das ist was? Okay. Ich krieg ja die Punkte fürs Töten und kann mir davon Sachen kaufen. Zum Beispiel... Was ist das? Gesunde Hinrichtung, bla bla bla. Nee, alles was gesund ist, ist doch langweilig. N&M, wer hat sich diese Steuerung ausgedacht? Kampfgürtel ist langweilig. Ist langweilig. Nehmen wir das mal. Kurz mal überflogen nur, aber okay. Kann ich mir jetzt noch was kaufen? Nee, hab keine Punkte mehr. Ich hab noch 90, okay. Kann ich aber das Herz von dir essen? Nom. Scheint gut zu schmecken. Okay, ich... Nein, ich will meine Uzi. Okay, ich kann nur zwei Waffen tragen. Wieder was relativ dumm ist, aber okay. Dafür habe ich die beiden Helfer da. Ja, mach auf! Okay. Dann habe ich jetzt keine Helfer mehr. Achso, jetzt habe ich doch wieder einen Helfer. Naja, ging ja schnell. Musste hier gar nicht lange auf den verzichten. Oh Gott, das hat ja wirklich automatische Zielhilfe. Also, vielleicht sieht man das. Ja, hier. Gott, das ist ja übertrieben. Jetzt weiß ich, warum Konsolen-Shooter diesen... Okay, ich bin tot. Hätte ich nicht auf die, so auf die Zielhilfe achten sollen. Ja, ich geb mich der Finsternis hin, aber jetzt will ich ballern, okay? Dankeschön. So. Und einer nach den anderen. Achte ich gar nicht mehr auf Headshots, ich hab eine Autowaffe, so. Ey, das ist meiner. So, dankeschön. Lecker. Irgendwie fehlt es mir, dass er beide Typen auseinanderreißt. Also, es ist eigentlich die Uncut-Version, soweit ich das jetzt gesehen habe. Scheint mir aber nicht so zu sein. Deswegen lasse ich das Uncut aus dem Titel einfach mal raus. Weil eine Uncut-Version eigentlich brutaler sein sollte. Meiner Meinung nach. Achso, ja, Herz ist ja mit E, war ja so. Okay, das HP-System funktioniert. Hat man... Da unten sind vier Balken. Da unten seht ihr, wo ich nicht hinziehen kann, ne? Aber da sind vier Balken. Ist einer so halb leer oder so, regeneriert er sich nach kurzer Zeit. Ist aber einer komplett leer, regeneriert er sich nur durch ein Herz. Ich hoffe, das ist so. Wenn nicht, auch egal. Dann werde ich es wohl noch herausfinden. Auf jeden Fall nichts Neues, aber eigentlich eins der besten HP-Systeme, die ich kenne. Vielleicht sogar das Beste. Du kriegst eine Autotür. Norm, dein Herz ist lecker. Ja, es schreitet auch nicht um irgendwelche kleinen Gegner. Runter zur U-Bahn. Okay, dann such mal die U-Bahn. Mann, die automatische Zielhilfe ist ja echt schrecklich. Moment. Sorry, dass ich das jetzt in einem Video machen muss, aber wo ist sie denn? Nein, Steuerung. Controller Zielhilfe ist zwar nur für Controller, aber die ist eindeutig da. So. Und ja, jetzt ist sie weg. Ist doch ordentlich jetzt mal. Das nervt ja übel, weil man zielt so auf den Kopf, zoomt ran und er zielt auch. Ja, jetzt geht gar nichts hin, cool. Und dann zielt er sofort auf den Körper. Das ist ja extrem nervig. Weiß nicht, wie Leute damit klarkommen wollen.
So, in die U-Bahn rein. Ja, irgendwas mitnehmen. Und da bist du ja wieder. Achso, ich hatte erst noch. Das, also das Field of View von dem Spieler, also das Sichtfeld, ist ja extrem eingeschränkt. Nicht nur wegen diesem. Okay, Schattensequenz. Du nicht kontrollieren konntest. Und jetzt wirst du alles verlieren, was dir wichtig ist, weil du nicht vernünftig genug bist, um deine Grenzen zu erkennen. Schlagt ihm die Zähne aus. Einen nach dem anderen. Hab ich da auch noch was mitzusprechen? Ja, friss Herzen, um Gesundheit zurückzuerlangen. Bringt mir auch nicht viel, wenn ich keine Zähne mehr habe. Da kann ich auch keine Herzen mehr fressen. Mikro-Uzi, ja, nehme ich die. Ich habe die eigentlich schon, aber. Jetzt habe ich zwei davon. Hurra, nee, ich will aber eine Pistole haben. Aber das. Ja, Achso, ja. Kann ich jetzt hier was machen, oder? Achso, ja. Das hätte ich auch nicht anders hinkriegen können. Das sah vielleicht billig aus. Ich komme da nicht durch, ist aber auch okay. La 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 la
wenn man weiß, dass hier diese Darkness da so hier dieses Zeug ist, was um mich herum so ist, so ungefähr. Ich wette, ich lag damit jetzt auch wieder falsch. Immerhin handelt es sich bei The Darkness um eine Comic-Vorlage, weswegen auch das sehr schädigend dazu passt. Hätte ich vielleicht früher erwähnen sollen, aber okay, jetzt erwähne ich es auch gut. Da kommt die U-Bahn, hier. Ja, jetzt habe ich gar keine Probleme mehr, warum kam denn nicht vorhin? Ja, hallo, Achso, okay, wenn ich im Licht stehe, kann ich dann meine Darkness nicht nutzen und habe normale Nahkampfattacken. Okay, das ist ein bisschen blöd, aber... ach, okay, wenn ihr das schon einfach nicht erledigt, könnt ihr das ja nicht so machen. Und gib mir mal dein Herz. Oh, jetzt... Na, ist jetzt egal. Dann kann ich das auch mal zeigen, so. Und jetzt ein bisschen gangstermäßig durch die Stadt laufen. Hier, ach, da soll ich. Ihr kommt nicht immer in Ghettohaft. Nein, ne? Blöde Skript-Events. Die zerstören mir wieder alles. Na okay, dann haben wir jetzt zumindest hier was einen Gang zu gehen. Erinnert mich zwar gerade an Mercy Hospital von Left 4 Dead, aber. So, sorry Leute. Gab gerade eine Unterbrechung. Erinnert mich aber wirklich ein bisschen an Mercy Hospital, was hier gerade. Kannst du aufhören? Huch. Naja, okay. Kraftbefehl! Herz verzehren. Waffe mitnehmen, weil ich kaum mehr Munition habe. Tschia. Ho! Mann, Arschgeige, diese deutschen Schimpfwörter. Das ist eine Sache, die frage ich mich bei deutschen Synchros immer. Also ich habe nichts gegen deutsche Synchros. Im Gegenteil, ich finde sie bei manchen Spielen ziemlich besser als die Original, das ist klar, aber ausreichend bis gut, bis gefällt mir. Und dann kommt irgendwie so ein Spiel, welches dadurch lebt, dass es extrem hart sein soll. Und dann wird wahrscheinlich Son of a Beach sagen die zu dir und Son of a Beach, genau, Son of a Bitch. Heulen rum von wegen Hurensohn und was auch immer die zu dir sagen. Und das ist nicht nett. Und dann kommt plötzlich die deutsche Synchro und sagt Mistkerle oder sonst Scheiß. Ich tippe einfach mal darauf, dass es meine Frau war, die gestorben ist. Also nicht in der Situation, aber allgemein. Jenny! Jenny ist tot, du Idiot! Konzentrieren! Hör, das hatte ich gerade. Gib mir die Finsternis oder deine teure Tante Sarah ist Wurmfutter. Ich kann nicht. Ich habe keine Wahl, ich muss den Grabe nutzen, Mr. Beavish. Die Binderituale sind fast vorbereitet. Nicht mehr lang. Gut, halten Sie ihn in Schach. Er soll so schwach wie möglich sein, wenn das Ritual beginnt. Widerstehen! Ah, du hast ihn weh? Das muss doch irgendwie wehtun. So, jetzt stechen ab. Und... Autsch. Ja, das tat weh. Bam! Uiuiui. Töte das nicht. Ist euch aufgefallen, dass in der Zwischensequenz, wenn... Also... Also töte das Licht, ja. Wow, ich habe das Licht getötet. Das Battlefield 3 Licht, welches mir das ganze Spiel zerstört hat. Wie will er mit einer Hand nachladen? Jackie, sag nicht, du hättest keine Wahl gehabt. Das hast du dir selbst eingebracht. Und du hast es deiner Familie eingebracht. Ich habe nur versucht, dir zu helfen. Du stirbst nicht, Jackie. Die Finsternis lässt das nicht zu. Aber wenn du rauskommst, wird deine Tante ausgeweidet und ein Bein sein. Und du hast nichts gewonnen. Denk darüber nach, wie hilflos du bist, denn das nächste Mal frag ich nicht so nett. Okay, das war die Demo zu The Darkness 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich ab und zu gestorben bin und mir immer noch nicht sicher bin, ob das die Uncut-Version oder die geschnittene Version ist, weil aus Erfahrung weiß ich nicht, ob wirklich die... ob es ein Spiel durch die Prüfung schafft, von wegen, ja, hier der Pflock in der Hand und man sieht das richtig, wie der eingeschlagen wird und wieder rausgenommen wird und wie seine Hand dann so kaputt ist,
Auf der anderen Seite hätte ich es mir deutlich brutaler vorgestellt. Ich denke aber, das ist trotzdem die geschnittene Version. Falls ihr Uncut-Version haben wollt, mmoga.de, Link unten in der Beschreibung, dort kriegt ihr es auch ein bisschen günstiger. Und ja, ich hatte meinen Spaß mit dem Spiel und dazu kommt definitiv auf alle vier Games noch ein Video und dann eventuell sogar ein bisschen seriöser. Nur eine Spur. Bis dahin sage ich Tschüss und wir sehen uns dann eventuell beim nächsten Mal.